Ich war zum letzten noch bei der Heeresgruppe des Generalmajors Wenck. Und diese Armee sollte Berlin entsetzen, kam also von Richtung Torgau her. Und Wenck war aber doch so gescheit, dass er sagte, es hat keinen Sinn. Ich bringe bloß meine Soldaten alle in russische Gefangenschaft. Das machen wir nicht. Er hatte vielmehr den Ring, den die Russen um die Spreewaldarmee gebildet hatten, den hatte unsere Armee noch gesprengt und die Reste der Spreewaldarmee konnten dann abfließen in Richtung Elbe und sind dann dort in die amerikanische Gefangenschaft. Und am Tage der Kapitulation standen wir noch am Elbdamm und jenseits, also auf dem rechten Ufer, und wehrten die Russen ab. Und dann kamen immer noch viele Flüchtlinge, die über einen Steg nach Tangermünde rübergingen. Und als letzte Einheit kam unsere Kompanie über diesen Steg, und auf der anderen Seite erwarteten uns schwarze US-Soldaten. Und wir wurden dann mit LKWs in ein großes Gefangenenlager bei Tangermünde gebracht.